Eltern. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass Frauen im Gegensatz zu uns Männern zwei Sachen gleichzeitig erledigen können. Können aber auch zwei Frauen eine Sache gleichzeitig tun. Das ist ein Experiment, das gilt es herauszufinden. Und zwar mit Mirja und Barbara. Und Olli, dich brauchen wir auch. Aber Barbara muss sich zuerst einen Kopfhörer aufsetzen, Barbara. Der könnte hinter dir sein. Ja. Bitte den Kopfhörer. Aufsetzen und auf den Hocker mit dem Rücken zu uns. Hörst du mich noch, Liebes? Anscheinend nicht. Ich will das aber... Ich will es nicht herausfordern, deswegen komme ich so. Und wir machen das nicht so laut, diese Abfrage. Wir brauchen nämlich, ich brauche Ihre Hilfe, wir brauchen jetzt eine Attraktion in einem Vergnügungspark. Nicht so laut. Eine Achterbahn? Ein was? Was war das? Spiegellabyrinth. Eine was? Spiegellabyrinth. Was sagt der Mann? Spiegellabyrinth. Spiegellabyrinth. Mann. Das ist schön, das ist so. Wir nehmen Spiegellabyrinth, das finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt brauchen wir noch ein glitschiges Tier. Fisch, Fisch, Fisch. Schnecke, Nacktschnecke ist noch besser. Wir nehmen die Nacktschnecke. Sehr, sehr schön, vielen Dank. Es ist die Nacktschnecke und das Spiegellabyrinth. Also, sie hat erfunden ein Spiegellabyrinth für Nacktschnecken. Ja. So, wir wissen alle Bescheid. Dann können wir weitermachen. So, ja, also bitte. Du bist jetzt mit, zusammen mit Barbara ja eine Person, Mirja. Du bist jetzt ihre, die kannst du jetzt abnehmen, genau. Hello, du bist jetzt hello. Barbaras Hände und Arme. Ich dachte es mir schon. Und ihr beide, also tut mir leid, ich sitze du. Hier. Du hattest dich schon gefreut, dass du hier sitzt, weil die Kissen da liegen, ne? Bisschen. Ja, aber sie kniet hinter mir. Ist richtig. Ihr werdet jetzt sehr, sehr schön interviewt von Olli. Er ist von der Stiftung Frauen forscht endlich. Bitte was? Wie? Wie? Von der Stiftung Frauen forscht endlich. Ja. Und du bist aber eben unter Kontrolle von Mirjas Händen und Armen und sollst jetzt herausfinden, was du Schönes erfunden hast. Ja, und Mirjas Oberweite ist total unter Kontrolle von meinen Händen. Ach, wie ist das so? Liegt da ganz schön gemütlich. Ja, dann habt ihr ja schön ineinander gefunden. Ja, ich freue mich. Ja. Ja, herzlich willkommen bei Frauen forscht endlich oder so ähnlich. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, jetzt sind Sie auf eine wunderbare Geschäftsidee gekommen und Sie haben, da klatschen Sie sich selber zu, das finde ich toll. Na, weil ich es so toll finde, es ist was auch super. Es ist super. Das ist eine Klientel, die Sie da bedienen, die bis jetzt noch nie bedient wurde, für die es sowas nicht gab. Wie sind Sie drauf gekommen? Sie Pfiffikus. Das ist sehr richtig. Ich habe lange nachgedacht und dann diesen kleinen Kasten entwickelt. Ja. Dieses kleine... Diesen kriechenden... Ja. Diesen kriechenden Wurm. Sie haben einen kriechenden Wurm entwickelt? Interessant. Aber deswegen sind Sie ja gar nicht hier. Nein. Nein, das wäre ja Quatsch. Wer interviewt Leute, die was für kriechende Wurm entwickelt haben? Also, ja, jetzt mal im zurück Ernst. Zum Thema. Ja, ich habe noch gar nichts gefragt. Ja. Ja. Also... sind Sie denn früher selber gern auf die Kirmes gegangen, als Sie klein waren? Ja, das ist richtig. Das war so. Ja, ich fand's gut. Ja. Vor allem Autoscooter. Aber egal. Was war denn Ihr Ihre Lieblingsattraktion auf der Kirmes früher? Handlesen. Aha. Was hat Ihnen denn da so gefallen? Das Drumherum. Verstehe. Und was, na gut, das war aber nicht Ihr Liebstes. Ihr Liebstes war ja was ganz anderes, da bin ich mir ganz sicher. Ein Kasten. Ja, und in wer geht nicht gerne in einen Kasten? Ging man rein. Ja. Es war eine Art Spiegelkabinett. Ja, so sagt man auch, aber eins, in dem man sich verirrt natürlich. Das ein Irrgarten. Ja, ja, ja. Ein Labyrinth. Genau. Und da ist Ihnen... Und ich habe mir gedacht, ey, sag mal, bist du bescheuert? Ja. Hier, kann doch nicht sein. Ja. Ich muss... durch das... Ich muss da was reinkriechen lassen. Warum? Warum? Haben Ihre Kunden denn das Geld, sich den Eintritt zu leisten? Würde mich mal interessieren. Geld spielt keine Rolle. Ja, das ist ja das Tolle. Sie haben gesagt, wir müssen mal was machen für eine Zielgruppe, die eben kein Geld hat, weil sie nichts verdient. Nicht? Arbeitslose? Nein, das Spiegellabyrinth für Arbeitslose hat jemand anders erfunden. Das waren Sie gar nicht. Richtig. Nein, Sie sind ja... Sie Dummchen.
Sie sind ja in einem ganz anderen, in einem zoologischen Bereich sind Sie ja unterwegs. Das finden wir alle so toll, dass Sie sich gerade um Ja, ich kümmere mich eben um Würmer, Regenwürmer, Schnecken. Schnecken! Kann man... Was? Ein was? Für was? Sie haben also erfunden ein... Ein Spiegelkabinett für Schnecken? Ja! Ja! Nein! Doch.